Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Commander Lord of the Rings Set Spotlight Reihe. Bei mir ist euer Patrick, ich bin euer Christopher, wir haben uns nie vorgestellt, jetzt wisst ihr es. Ich bin sie ein. Dann passt. Es geht direkt los mit Merry Truchsess von Isengard. Der kostet ein weißes, ein grünes, ein farbloses, ein Halbling-Berater 1-4. Mhm. Und ist der Partner von Pippin Truchsess von Isengard. Jawohl. Immer wenn ein oder mehrere Artefakte in deiner Kontrolle ins Spiel kommen, erzeuge einen 1-1 weißen Soldat-Kreaturen-Spielstein mit Lebensverknüpfung. Ja. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Ja. Jo. Mit diesem einmal pro Zug bist du immer ganz enttäuscht und gebrochen. Na, ich bin da kommt mir das Brechen, mein Freund. Ja, ich meine, er ist für drei Mal ein 1-4er, der wahrscheinlich jede Runde an 1-1er dazu haut, der Lifelink hat, das ist ganz lieb. Das Problem ist, dass du Artefakte außerhalb deines Zuges schwer ins Spiel bringst. Ja. Und deswegen ist es halt nicht so, dass du jetzt viermal triggern kannst pro Cycle oder so, ja. Was dann ist wieder interessant. Okay. Sollen wir jetzt den Pippin suchen? Willst du? Kannst du schon machen. Musst du aber mal vorklicken. Wurscht, wir erinnern uns an ihn. Okay. Dann gibt es Fallensteller aus dem Düsterwald, ein Elfspeer 1-4. Ein blaues, ein grünes, ein farbloses. Immer wenn ein Spieler dich angreift, erhält eine angreifende Kreatur deiner Wahl -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Immer wenn ein Spieler angreift und falls er nicht dich angreift, bestimmt jener Spieler eine angreifende Kreatur. Sie erhält +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Lol. Das ist wieder so politischer Commander. Ja, ich meine, das Elfendeck, das ist ja nur Politik. Das ist ja, echt sick. Na gut, aber bei Herr der Ringe, die Elfen machen auch die meiste Politik, nicht? Natürlich, ja. Das sind ja, sie können auch gut kämpfen, aber grundsätzlich sind sie natürlich eher auf der politischen Seite. Ja, sowas finde ich halt witzig. Ja, greift mich an, dann ist deine Kreatur schlecht, er greift wen anderen an, dann darfst du aussagen, welche du pumpst. Jo. Ist okay. Jo, ist okay. Mehr nicht. Beutesammler in Moria. Orkräuber, das hat lustig. Der schaut voll gelangweilt an, so, oder was ist denn das? Oh, das ist schon wieder nur ein Scheißdreck. Ein rotes, ein schwarzes, ein farbloses 1-4. Todesberührung und Eile hat er. Wenn man ihn tappt, wirf eine Karte ab, zieh eine Karte. Falls die abgeworfene Karte eine Kreaturenkarte war, wende Ork Aufmarsch 1 an. Den finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ist in Ordnung, ja. Ich finde es witzig, ist die dritte Karte, die dritte 1-4er, so by the way. Mhm. Finde ich ganz in Ordnung. Ich finde deswegen nice, weil halt dieses Death Touch hat und eine 1-4er ist, die gut blockt, was alle anderen auch gehabt haben. Und er blockt und wenn er blockt, dann bleibt halt nichts über. Gefällt mir. Finde ich auch gut. Ja. Eid von Orl. Orl. E-Orl. Von Orl. Okay. Der Orl ist es. Ein weißes, ein rotes, drei farblose. Eine Sage, die erste Sagenmarke, erzeuge 2 1-1 weiße Mensch-Soldat-Kreaturen-Spielsteine. Mhm. Bei 2 erzeuge 2-2 rote Mensch-Ritter-Kreaturen-Spielsteine mit Eile- und Trampelschaden. Mhm. Und 3 lege eine Unzerstörbarkeitsmarke auf bis zu einem Menschen deiner Wahl. Du wirst zum Monarchen. Du kriegst also 6 Power und Toughness. Mhm. Und einer davon ist indestructible. Mhm. Und du wirst der Monarch. Und bist immer nach. Ist gut. Also, weißt du, für Commander-Maßstäbe, wo du Zeit hast und das halt ein bisschen Value jede Runde machst, ist ganz gut. Die Sache ist, es ist halt schwierig, solche Karten zu evaluieren, weil auch in einem kompetitiven Commander ist das zu schwach. Genau. Und im Fun-Commander ist das richtig gut. Genau. Weil du, also, ich glaube, wenn wir dieses Commander jetzt spielen, und die Decks und kein Deck davon aus irgendeinem Grund mega overpowered und Start hat und du legst es Turn 4 oder 5, dann wird es eine solide Karte sein. Ja. Das eh, ja. Und das glaube ich, weil dann wirst du halt 2 Blocker zuerst haben, dann wirst du 2 Angreifer haben vielleicht und dann machst du einen davon unkaputtbar, vielleicht auch nicht gerade einer von denen, sondern irgendwas Besseres, was du im Spiel hast, weil du bist eh das Menschendeck. Ja. Aber ich glaube halt, dass das, also wenn du es in Highland spielen würdest, dann wirst du halt, bis Marke 3 kommt, ist das Spiel vorbei. Das ist richtig. Dementsprechend, sagen wir, es ist okay. Ah, da ist der Pippin. Der Pippin ist da. Truchsess von Isengard. Ein schwarzes, ein grünes, 2-2. Wenn du ihn tappst und einen zahlst, erzeugst du einen Speisespielstein. Und wenn du ihn tappst, opfere 4 Speisen. Andere Kreaturen, die du kontrollierst,
Erhalten +3/+3 und eile bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Okay. Okay. Der Merim macht Artefakte und der 1-1er. Also für Artefakte 1-1er. Mhm. Und er macht Speisen, das triggert die Artefakte, damit machst du die 1-1er und dann kannst du genau, dann kannst du die opfern, opfern und hast du die ganz 1 in alle 4-4er. Okay. Also ich finde den Pippin generell besser als den, ja. Weil auch wenn der andere 1-1er macht, das macht halt zu langsam und der macht wenigstens die Speisen, die in den Deck ganz interessant sind und auch dieses Opfern von 3 Speisen für einen Pump-Effekt ist ganz interessant, auch wenn es eine Sorcery natürlich ein bisschen sad ist, weil du es halt nicht im Combat machen kannst, um halt dann den Combat einfach zu verbessern. Aber ja, man sieht schon die Synergie, die sie sich gedacht haben. Sie sind ja. Halt, ist ein Synergie-Commander, mich begeistert es nicht. Verstehe ich, in dem Fall sogar. Radagast, Zauberer der Wildnis, der schaut cool aus, der hat wieder die Viecher dabei, den mag ich. Der ist Radagast live ist super. Der ist live und der mag ich. Der hat kein Eichhörnchen dabei dieses Mal. Das ist natürlich sein Fehler. Der wäre ein Bär. Ja. Das ist schon gut. Ein blaues, ein grünes, zwei farblose, aber der Zauberer 3-5 hat Abwehr 1. Bestien und Vögel, die du kontrollierst, haben Abwehr 1. Mhm. Immer wenn du einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirkst, bestimme eines. Erzeuge einen 3-3 grünen Bestie-Kreaturenspielstein oder erzeuge einen 2-2 blauen Vogel-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Ich würde den wirklich gerne mögen. Ich würde ihn wirklich gerne mögen. Aber Mana-Betrag 5 ist schon sehr viel. Das ist richtig, aber wenn du jetzt sagst, der ist ein Commander in einem blau-grünen Commander-Deck, das halt Bestien spielt und vielleicht diese Garuk-Schiene ein bisschen fahrt mit was mit 4 Power oder mehr Geschichten und so, dann hast du eher Kreaturen, die teurer sind und dann erzeugst du nebenbei noch weitere Haverer. Das finde ich okay. Ich meine, ich würde auch gern mehr loben, weil ich dieses Artwex mag, weil ich halt die ganzen Viecher drauf immer süß finde. Aber ja, er ist super, ist er nicht. Ja, genau. Aber er ist ganz nett. Er ist spielbar. Ja. Dann gibt es die Reiter von Rohan. Die sind 4-4 und kosten 5 Mana. Ein rotes, ein weißes, haben Sturmangriff 6 Mana. Mhm. Wenn die Reiter von Rohan ins Spiel kommen, erzeuge 2-2 rote Mensch Ritter Kreaturenspielsteine mit Eile, die Trampelschaden verursachen. Die habe ich gesehen, fand ich eigentlich ganz cool, obwohl sie 5 Mana kosten, aber eigentlich will ich immer nur für den Sturmangriff spielen. Weil dann kriegst 8 Power aufs Board. Mit Haste und 4 davon mit Trample. Und nimmst wieder Retour auf die Hand. Genau. Ja, das ist wieder dieselbe Problematik. Sind sie gut genug für Legacy oder Highlander? Nein. Sind sie gut genug für kompetitives Commander? Wahrscheinlich nicht. Genau. Sind sie gut für eine gemäßigte Commander-Runde? Ziemlich sicher. Auf jeden Fall. Also wenn du die zweimal dasht oder so und dann mit ihnen halt schon mal 4 2-2er ins Spiel gebracht und sie dann Hardcast, um nochmal 2-2er zu kriegen, dann ist halt schon ziemlich gut. Vor allem, wenn die 2-2er vielleicht noch irgendwie gepumpt werden oder so. Ja, genau. Also die finde ich eigentlich ganz cool. Ja, verstehe ich. Dann gibt es Segeln in den Westen. Mhm. Das ist ein schönes Artwork. Ja. Erinnert ein bisschen an Kaladesh das Ganze, oder? Mit dem Gold immer und mit den Dingen da im Hintergrund. Ja, verstehe ich, was dein Zugang ist. Ja. Ein blaues, ein grünes, zwei farblose Wilde des Konzils. Beginnt mit dir, stimmt jeder Spieler für zurückkehren oder einschiffen. Hoffentlich schiebt sich keiner ein dabei, nicht? Das wäre ein bisschen deppert. Ich bin für einschiffen, ich war schon lange nicht am Klo. Das vierte Bier druckt. Ja. Falls zurückkehren, mehr als immer ein Held. Bringt jeder Spieler bis zu 2 Karten aus seinem Friedhof auf seine Hand zurück. Dann schickst du Segeln in den Westen ins Exil. Bei Gleichstand oder falls ein Schiffen mehr Stimmen erhält, wechselt jeder Spieler die Hose. Kann jeder Spieler seine Hand abwerfen, 7 Karten ziehen und dann die Hose wechseln. Okay. Das finde ich eine interessante Karte auch. Vor allem, also damit du es nicht loopen kannst. Oder wie? Wenn du mehrere Segeln in den Westen hast. Mhm. Deswegen ich sehe Listus bei dem einen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Diese Wille Geschichten sind halt immer schwierig. Also ja. 2 Karten aus dem Friedhof auf die Hand zurück ist halt so. Ja, ist okay. Für 4 Mann ist das schon sehr okay.
Aber weiter, ich würde doch nur immer aufs Einbrunzen gehen, oder? Ja, wenn ich 7 Karten ziehe. Eh, aber du musst halt mindestens einen finden, der mitbrunzen will. Es gibt genug Brunzer. Ja. Weil dann zieht man halt alle Karten. Also weißt du, sag mal, du hast dann noch 2 Handkarten, der hat 3 Handkarten, wir entscheiden für 7, die anderen haben noch 5. Ja, dann ist es natürlich mega Value. Ja, ja, und dann haben wir uns gescheit einbrunzt, genau. Und die anderen. Halt auch ein bisschen, aber nicht so gut. Also, wenn man diese Karte spielt, wird man sicher viel Spaß haben, oder? Ich glaube überhaupt, dass das Kommando lustig wird. Dann gibt es das Lied von Ehrendil. Das ist in der Schweiz und liegt knapp hinter Basel. Okay. Okay, Ehrendil. Ein blaues, ein grünes, 3 Farblose. Eine Saga. Erste Marke. Hält sich 2, ziehe dann 2 Karten. Okay. Zweitens, erzeuge einen Schatzspielstein und einen 2-2 blauen Vogelkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. 3 lege auf jede Kreatur ohne Flugfähigkeit, die du kontrollierst, eine Fliegendmarke. Oha. Und das finde ich jetzt wirklich eine sehr gute Karte. Oha. Okay, weil mit 4 Mana, Scry 2, zieh 2 Karten, sind wir schon fast in der Range, wie es Standard Modern teilweise gespielt worden ist. Ich weiß. Achso, ja, okay. Dann kriegst du aber noch einen Vogel. Ja. Und einen Shots. Ja. Und die letzte Ability ist halt richtig fein, wenn du halt 2-3 Läufer hast, hast du 2-3 Flieger. Ja. Das, die letzte Ability kann halt das Game auf einmal umdrehen, ja. Weil du bist von einem, wir stallen uns an auf, ich habe eine Fliegerarmee und die sind jetzt alle tot. Ist auch urlustig, die Bilder. Die Bilder dazu, ja. Ich finde das... Das finde ich eine gute Karte. Finde ich auch okay, ja. Sarumans Beschwörungen. Rot, Blau, X, Hexerei, Ork, Aufmarsch, X. Du misst X Karten. Du kannst davon einen Spontanzauber oder eine Hexerei mit Mana-Betrag X oder weniger wirken, ohne seine Beziehung ihrer Mana-Kosten zu bezahlen. Rückblende hast du für 5 Mana, schicke X-Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Das ist eine sehr interessante Karte. Rückblende kostet 5 Mana, schicke X-Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Ja, damit du X halt anders zahlst. Ich verstehe, Ja, das Flashback kann schon ziemlich dumm sein, oder? Das Flashback kann sehr dumm sein, natürlich, wenn ein Friedhof voll ist, ja. Es kann aber auch einfach das Casten ganz interessant sein, ja. Wenn du X4 machst, willst 4 Karten, wenn du ein Spelldeck bist, wirst du irgendwas hitten, dann hast du halt 4-4er und noch irgendein Gratis-Spell gehabt. Und dann machst du Rückblende 5, exilst 7 Karten, denn 4-4er wird so ein 11-11 und du castest halt irgendwas Fettes noch oben drauf. Ja. Das finde ich auch eine ganz gute Karte, muss ich sagen. Ja, vor allem halt mit dem Rückblende und dem selben Mitteln hast du halt auch irgendein Kombo-Potenzial. That's it. Huhn vom Bollwerk. Weiß-Rot 3, Hexerei. Um Gottes Willen. Stachle alle Kreaturen an, die deine Gegner kontrollieren. Bis zu deinem nächsten Zug können jene Kreaturen nicht blocken. Ja, der eine hat den anderen in die Goschen, der hat den anderen in die Goschen. Niemand kann blocken. Du greifst noch irgendwen an. Ja. Finde ich, also weißt du, wenn du das Anstacheldeck bist, dann ist es ein Auto-Include und dann wird das Games entscheiden. Ist so. Wir haben immer, wenn wir das so Anstachel-Partien gehabt haben, haben wir das gesehen, wie lästig das ist. Ja, das ist und wirklich lästig. Und wie das Game halt beeinflusst. Und ja, wenn du so ein Deck baust, dann willst du es halt drin haben. Ja. Ja. Dann ist es eine richtig gute Karte einfach. Jetzt kommt der Balrog von Moria. Der schaut aber stark aus. Der schaut stark aus. Aber der Dämon, der kostet 8, ein rotes, 2 schwarze FIFA, das ist 8-8. Das ist aber 7 Mana noch, ich verrat's da. Entschuldige. Alles gut. Ein Flavor Loser, ne? 7 Mana, 8. Entschuldige. Ist doch sehr froh, dass günstig ist und fett. Erinnerst du dich nicht an die Grieselbrand-Diskussion? Ja, ich erinnere mich. Verursacht Trampelschaden und hat Eile. Du kannst ihn auch umwandeln für ein rotes und 3. Mhm. Wenn man umwandelt, macht 2 Schatzspielsteine. Ja. Und wenn er stirbt, kannst du ihn ins Exil schicken. Wenn du dies tust, schicke für jeden Gegner bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die jener Spieler kontrolliert, ins Exil. Der ist schon nice eigentlich. Der ist schon ganz gut. Der kostet 7 Mana, ist 8-8 Trample, Haste. Vor allem das Haste ist auch interessant. Und wenn er jemand meint, ihn zu killen, dann nimmst du halt 3 Kreaturen mit. Ja. You do you. Der ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte, ja. Für Commander ist es eine gute Karte. Dann gibt es zu gierig, zu tief.
kostet 7 Mana, davon ein rotes, ein schwarzes Hexerei, bringe eine Kreatur und deine Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Sie fügt jeder anderen Kreatur Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Ach, das finde ich eine gute Karte. Fuha. Bist deppert. Fuha. Ich hole mir das fetteste und draft das Board. Ja. Fair enough. Dafür zahle ich auch 7 Mana. Ja. Vor allem aus einem Friedhof. Ja. Ich hole mir dein Archon of Cruelty. Ruff das Board. Du bist ein Ashen Rider. Na, brauche ich ja nicht. Ich ruff jedes gerade das Board. Ja, du exilst noch ein Land oder so. Ach so, ja. Für die Frisur. Planeswalker. Das ist auch eine coole Karte. Ja. Dann gibt's Baumbart, großzügiger Gastgeber. Mhm. Der hat ein cooles Artwork. Ja. Weißgrün 2, Baumhirte 05 oder Trampelschaden das Abwehr 2. Wenn Baumbart ins Spiel kommt, erzeuge 2 Speisespielsteine. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege entsprechend viele 1-1 Marken auf einen Halbling oder einen Baumhirten deiner Wahl. Das ist der beste Haberer vom Omnath, oder? Vom Doran. Mhm. Ja. Ja. Vor allem, ich habe damals das gesagt, beim Doran-Deck-Check, ich habe sie nur ganz dezent gehabt, aber es gibt ja Doran-Decks, die ein hartes Life-Gain-Theme haben. Mhm. Und dann passt es ja mega gut zusammen auch. Ja, und das ist auch eine gute Karte, finde ich. Trample Abwehr 2 ist schon mal sehr gut. Ja. Und mit er macht 2 Speisen und macht sich durch die Speisen selber Blader. Ja. Also du könntest dann an 6 Elfer haben. Nur mit dem, was er halt dir bietet. Genau, an 6 Elfer Trample. Und das finde ich schon wirklich gut. Mhm. Stimmt. Die, jetzt wird es wieder interessanter, die Karten. Jetzt sind wir aber schon bei der letzten Multicolor-Karte. Erweckendes Drachen. Jawohl. Kostet Rot-Schwarz 4 oder Rückblende Rot-Schwarz 6. Hexerei erzeugt einen 6-6 schwarzen und roten Drache-Kreatur und bestimmt mit Flugfähigkeit, Bedrohlichkeit und immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, übernimmt die Kontrolle über ein Artefakt deiner Wahl, das jener Spieler kontrolliert. Jo. Ja, ist auch gut. Problem ist halt, dass er nicht Haste hat. Das würde ihn, glaube ich, noch ein bisschen... Das wäre halt besser. Aber ich meine, er hat halt Menace dafür. Menage, meinst du. Entschuldigung, Menage. Und Artefakte fladern kann schon recht gut sein, ne? Ja. Ja, ich... Weißt du, es gibt also genug Artefakte in Commander, ja, die man fladern will. Kaldra. Zum Bleistift, ja. Kaldra. Na gut, schauen wir mal zu den Artefakten. Die Krone von Gondor, die kostet 3, Ausrüsten 4, mhm, oder 3 weniger, falls du der Monarch bist. Das finde ich sehr flavorful. Ja. Ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1 für jede Kreatur, die du kontrollierst. Und wenn eine legendäre Kontrolle, wenn eine legendäre Kreatur unter deine Kontrolle ins Spiel kommt und falls niemand der Monarch ist, wirst du zum Monarchen. Auch gut. Finde ich ganz gut. Ja, ich meine, weißt du, 3 Mana für das grundsätzlich ist jetzt nicht so toll, aber dass die Ausrüstung nur 1 ist, ist also meistens nur 1 sein sollte. Die Sache ist halt, dass du dir den Monarchen für nix holen kannst. Genau, du kannst dir vom Monarchen mal wieder für nix holen, das ist auch nice. Vor allem, du holst den Monarchen für nix und dann equipst du das auf die Kreatur für 1 Mana. Ja. Ja, I like. Kann man sagen. Kann man lassen, wollte ich sagen. Hitline-Seil, was ist das? Das Seil, was die Elfen ihnen geben, damit sie, was nicht reißt, super dünn ist und leicht ist. Aha, okay, kostet 2. Kann nicht geopfert werden. 1 Tappe, durchsuche deinen Weg nach einer Standardlandkarte, bringe sie gehabt ins Spiel und mische danach. Der Spieler rechts von dir übernimmt die Kontrolle über das Seil. Für 2 und Tapp, ziehe eine Karte. Der Spieler rechts von dir übernimmt die Kontrolle über das Seil. Ich habe das überlesen so schnell. Ja. Hab, boah, ist ja leid, wenn du suchst Standardländer raus oder ziehst Karten, dann übergibst die Kontrolle. Mhm. Dafür kostet halt nur 2 Mana zum Ausspielen. Gefällt mir nicht. Ich mag ich so. Und ich finde es gut, dass nicht geopfert werden kann. Das kann zerstört werden. Das ist richtig. Aber das heißt, deine Gegner können sich nicht opfern. Einerseits, aber du kannst auch nicht opfern in Response auf den Trigger, damit die Gegner nicht kriegen. Gefällt mir trotzdem nicht. Ich mag sowas nicht. Mir gefällt das nicht. Ich weiß ja, du gibst den Leuten nie gern was. Doch, erwatschen. Wow, you are so such a nice guy. Dann gibt es die Klinge aus Lothlorien. Die kostet 3 Mana zum Ausrüsten 5 oder wenn du einen Elfen ausrüstest 2. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, fügt sie eine Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Gibt aber keinen Push. Nein. Aber musst du halt auf was Fettes legen, damit es sich auszahlt. Genau, legst es halt auf eine
4-4er, greifst an, schießt eine Kreatur mit 4 Toughness mal weg, bevor irgendwas passiert. Bisschen zu wenig. Ja, das Problem ist halt, dass Elfen, wie wir gesagt haben, per se nicht fett sind. Aber nein. Ich meine, wenn du den Elfen fett pumpst, dann brauchst du wahrscheinlich auch nicht mehr, weil dann musst du nichts mehr wegschießen. Richtig, weil dann das ist passiert ja, was will ich wegschießen? Ja. Dann gibt es das Modell der Einheit für 3 Mana. Immer wenn Spieler eine Abstimmung beenden, könnt du und jeder Gegner, der für eine Option gestimmt hat, für die du gestimmt hast, hält sich 2 anwenden. Und wenn es tappst, erzeuge ein Mana eine beliebige Farbe. Wow. Okay. Ja. Ja. Ja, eh lustig. Eh lustig, genau. Ist halt ein Mana-Stein, der halt ein bisschen Upside hat, weil du eh dieses Vote-Deck bist, wenn du das Elfendeck bist. Dann scryst dich halt ein bisschen herum. Ja. Scry me a river. Finde ich so mittelgeil. Das finde ich dafür leider gut. Saurons Relikt kostet 4 und erzeugt 2 Mana einer beliebigen Kombination aus Grixis. Mhm. Für 3, tap, ziehe 2 Karten und wirf dann eine ab. Ja, das ist ziemlich gut. Ja. Weil es für 4 Mana schon sehr teuer ist, Mana-Stein. Macht dafür 2 Mana ja. aus der Farbkombination, was schon sehr gut ist. Und für 3 Mana halt rummagen. Nein, es ist Faces Looting machen. Na, Looting, zieh 2, wirf 2 ab. Also es ist da ziehst du 2 und wirfst nur eine ab. Ja, es ist einfach, ja, ist einfach gut. Disgraceful Charity. Das macht das? Nein, das macht 3 und wirft 2 weg. Ja, okay. Also ich weiß nicht, welche Karte der genau dasselbe macht, aber es gibt sicher eine. Das ist eine Yu-Gi-Oh! Karte, Disgraceful Charity. Ja, stimmt. Aber ja, das finde ich ein super gutes Artefakt. Super ja. gutes Artefakt. Dann haben wir noch ein Land und dann eins Land. Was, eins und dann Land, haben wir es geschafft. Eins Land, dann fertig. Das letzte. Ist das schwarze Tor. Jawohl. Sag ein Gate, bitte. Mhm, aber leider ein Rare Gate. Matthias hat schon heimlich geweint. So wie das schwarze Tor ins Spiel kommt, kannst du 3 Lebenspunkte bezahlen. Falls du dies nicht tust, kommt es getappt ins Spiel. Du erzeugst ein schwarzes Mana und für ein farbloses ein schwarzes Tappen. Bestimme einen Spieler mit den meisten Lebenspunkten. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug von Kreaturen, die jener Spieler kontrolliert, nicht geblockt werden. Mhm. Also wenn das eine Ankommen wäre, wäre das natürlich schon, glaube ich, in sein Ankommen-Deck. Weil wenn er ein bisschen weniger Lebenspunkte hat, macht er sein Schaf unblockbar und dann ist halt aus. Ja, das finde ich eine ganz lustige Karte. Ja. Aber ja, ist halt einfach eine Commander-Karte. Das ist ja. halt so eine richtige Commander-Karte. Ja. Das war's. Wir sind fertig mit Herr der Ringe. Ja, jetzt wirklich. Jetzt sind wir wirklich fertig. Bin auch schon fertig. wir werden diese Decks auch spielen. Jawohl. Ziemlich sicher in einem Setup ohne den Matthias, weil der uns schon gesagt hat, er hat wahrscheinlich keine Zeit, wenn wir spielen. Dafür werden wir den Thomas in das Team holen. So geschehe das. Und wir werden würfeln, wer aber spielt. Ich weiß nicht, ob ich davor noch Unboxing wahrscheinlich auch gehabt haben werde. Also wie aber Jace gespielt? Du wirst würfeln. Dann kriegst du die Elfen. Das hast du verdient. Wir machen wahrscheinlich 2 Partien. Vielleicht beim zweiten Mal können wir dann swappen, dann kriegst du Elfen nicht mehr. Weil dann halt ist es für andere. Na, optimal. Okay. Na gut, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir schon. Ja, ich habe auch immer wieder mal gelacht. Ist auch leicht zu heitern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube, Twitter, unserem Instagram-Channel folgen und Discord-Server beitreten, unser Video unterstützen, im nächsten Video anschauen oder im Spielraum in Wien antreffen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Ciao, war schönen Abend. Tada!